Hallo zusammen, ich bin's wieder, die Lotti von Kreativ leicht gemacht. Es ist wieder hohe Zeit. Heute möchte ich euch zeigen, was ich alles so Schönes bei meinem Samstagvormittag-Einkaufsbummel durch den Action gekauft habe. Wenn ihr wissen wollt, was das ist und Spaß dran habt, dann bleibt dran, ich nehme euch gerne wieder mit. Als allererstes habe ich noch einmal diesen Block hier bekommen. Ach, bevor ich es vergesse, alle Preise werde ich diesmal ja versuchen hier unten einzublenden, da der Einkaufszettel bei der Mimi in der Tasche ist und ja, jetzt bin ich leider nicht dazu gekommen, die ganzen Preise hier auf die Ware zu schreiben. Dieser Block hier, da hatte ich ja schon die kleinen süßen Notizhefte mit gestaltet, ein richtig schönes farbenfrohes Frühlingspapier. Auch ein paar tolle neutrale Blätter mit dabei. Schade, davon hätte ich ganz gerne noch so ein, zwei gehabt. Aber na, mal sehen, vielleicht beim nächsten Mal. Dann gab es diese neun Blöcke hier. Ich glaube, es gibt sechs. Ich habe jetzt erst mal fünf. Und ich werde das mal hier auftrennen, dass ihr das sehen könnt. Mal richtig schön noch zusätzlich foliert. Ist kein glattes Papier, sondern an sich schon glänzendes. Auch immer zwei Blätter. Das sind ja Stickerblätter und die kann man sich hier am Rand ziehen. Dann kann man sich die aufkleben. Ich würde mal versuchen, ob man sich hier so ein Teil ausstanzen kann. Ja, ausstanzen geht auch super. Und dann klebt das auch richtig gut. Diese verschiedenen Varianten hier, die sind immer so zugeklebt. Ja, macht jetzt die Sache nicht besonders einfach hier, aber ich denke mal, man kann das ganz gut sehen. Ja, so ist besser. Diese Variante. Ist auch schick, schön marmoriert hier. Und ganz zum Schluss dieser hier, auch wieder glänzend. Und den kann man auch abziehen. Ja, kann man. Und den könnte man sich gleich so, wie es ist, auf ein Stückchen Grundpappe und dann für ein Albumcover nutzen. Super coole Sache. Ja, so süß. Das waren die. Dann habe ich diese Blöcke hier gefunden. Ganz verschiedene Papiere drin. Die hinteren Blätter hier sind etwas dünner für Acrylmarker. Dann kommt wieder Vellum. Auch da kann man gut mit Acrylmarkern drauf arbeiten. Dann diese Sticker hier, die sich abziehen lassen. Coole Sache, finde ich richtig gut, dass das jetzt auch so geht und die gleich von alleine kleben und schon eine schöne Outline ringsherum haben. Coole Sache. Dann hier ein paar Ränder, die man dann gleich so auf die Karte kleben könnte. Und jetzt das etwas dickere Papier, natürlich auch für Alkoholmarker und Wasserfarben, Buntstifte natürlich sehr gut geeignet. Das habe ich auch schon ausprobiert. Und diese Karte hier gezaubert, habe ich mit ganz viel, ja,
Wasser gearbeitet und den neuen Aquamarker. Das zeige ich euch aber gleich. Jetzt habe ich euch erstmal den Block gezeigt, jetzt den hier. Ja, das Vellum ist ein bisschen sehr dunkel, finde ich. Na gut, probieren wir aus. Tollen Vögel hier. Ein schöner Block. Dann der blaue. Die sind richtig toll. Gleich fertig für Karten. Und der letzte hier. Super. Sommerzeit, Urlaub. Das waren diese vier. Und es gab endlich wieder einen meiner absoluten Lieblingsblöcke. Da habe ich jetzt auch gleich wieder ein paar mehr von bekommen. Richtig cooles Papier. Ich hoffe, dass das wie die braunen Blöcke jetzt auch mit in den Bestand mit aufgenommen wird, weil das Papier ist wirklich richtig gut. Man kann auch drauf ja, mit Wasserfarben arbeiten, geht zwar nicht ganz gut, aber zum Kartenbasteln und so weiter für Alben ist es ein richtig tolles Papier. Diese Holofolien habe ich auch gefunden. Alles eine Farbe. Ich habe jetzt hier diesen Kupferton genommen. Silber und Blau. Cool, wie das schimmert hier. Diese beiden großen habe ich mir auch nochmal mitgenommen. Den hier hatte ich noch nicht. Den habe ich euch schon im letzten Haul gezeigt. Aber dieser hier ist richtig toll. Die Farben, die Rosen und die Pfingstrosen da drin. Richtig klasse. Passt super. Kann man ausschneiden und so verwenden. Und das Ganze noch einmal von vorne, diesen Block. Hatte ich euch ja schon beim letzten Mal gezeigt. Das waren jetzt alle tollen Papiere, die ich mir gekauft habe. Jetzt kommen wir zu den Farben und Stiften. Einmal habe ich mir diese Aquarellbox hier mitgenommen und diese ja, Metallic-Farben. Den Aquarellkasten werde ich noch mal separat ausprobieren. Mit diesen Farben habe ich ja schon ganz viel gearbeitet, beziehungsweise mit dem Vorgänger. Ich persönlich ja mag das total gerne, ab und zu immer mal ein paar kleine Highlights zu setzen. Und dafür sind diese Farben hier richtig gut. Einige Farben sind doppelt, aber ja, das finde ich jetzt gar nicht so dramatisch. Dann gab es neue Glasmalstifte.
Da habe ich mir die hier ausgesucht und wir probieren jetzt einfach mal die hier aus. Gerade jetzt für die Osterzeit, da kann man bestimmt, oh, kommt schon gleich was raus, bestimmt eine kleine Geschenkidee für die Oma mit anfertigen. Ja, geht gleich ohne groß viel vorzupumpen. Ist gleich richtig gut. Ein bisschen dünn die Farbe. Mal schauen. Ich finde, das sieht man richtig gut hier. Die sind natürlich etwas zarter und nicht so hochpigmentiert. Und der Metallic glänzt richtig gut. Richtig volle Pigmentierung. Ein super Ergebnis. Ich finde sie richtig klasse und würde sie auch immer wieder kaufen. Das Glas lassen wir mal stehen und schauen wir mal am Ende des Videos, wie die Farbe da ist, wenn sie getrocknet ist. Dann habe ich mir diese Perlensticker hier mitgenommen. Ich habe die kleinere Variante genommen für die etwas ja, größeren, die ich auch in meinem Video gezeigt hatte. Habe ich einfach ja keine Verwendung. Die hier sind aber richtig cool. Die kann man auch auf ganz vielen Verschlüssen mitverwenden oder einfach so als Accessoire mit aufkleben. Dann habe ich diese ganzen Aquamarker hier gefunden. Von den großen Sets gab es leider nur noch diese 5. Ich denke mal, das sind noch die vom letzten Jahr. Ich werde die mal so hinstellen, wenn ich die mit meiner Box hier vergleiche. Das sind ja meine aus dem letzten Jahr. Ja, hier ist die 100 drin und die 83. Also das sind noch die vom letzten Jahr. Ups. Und das sind jetzt hier die 9. Mit denen habe ich auch schon einige kleine Sachen koloriert. Ja, lässt sich super gut vermalen. Mal mehr pigmentiert, mal weniger, je nachdem, wie viel Wasser man verwendet. Ganz so einfach ist das Anlösen der Farbe, wenn sie getrocknet ist, nicht. Aber ja, wenn man das Ganze vorab weiß, dann ist es schon mal hilfreich. Und ich habe dieses Papier verwendet, mit dem komme ich am besten klar. Das kaufe ich immer bei Amazon, weil ich ganz oft gefragt werde. Also ja, für Aquarellmalerei, für so Stempeleien, die ich dann ausmale, ja, verwende ich am liebsten dieses Papier. Dann habe ich mir wieder mal ein paar Rollen von diesem Tape mitgenommen. Das gab es jetzt eine ganze Zeit lang nicht. Jetzt ist es wieder da. Ich benutze das für fast alles, für meine Schneidematte vom Plotter, um da die Blätter festzukleben oder für kleine Stanzteile. Ich finde die Klebequalität richtig gut, aber es zerreißt auch nicht das Papier unter den Stanzelementen. Also wenn man das wieder abzieht, da kann ich dieses immer hier nur empfehlen. Dann habe ich mich über diese Teile hier riesig gefreut, gerade jetzt auch so zum Dekorieren von Blumensträußen und auch Gestecken, Gläsern und so weiter. Hier dieses Band. Hier sind 10 Meter drauf in verschiedenen Farben. Und ich habe noch 2-mal von diesen Hot Foils bekommen. Die gibt es ja auch noch in anderen Farben, aber ich habe mich riesig über diese beiden hier gefreut. Hier sollen jedes Mal 1 Meter auf so einer Rolle hier drauf sein. Und ich wurde auch schon gefragt, ob man das nur ja, mit dem Laminiergerät verwenden kann oder ob das auch mit dem Kleber klappt. Und das Ganze werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Dafür benutze ich diese Klebestifte hier. Werde mir einfach draufschreiben. Die Folie auflegen.
Ganze andrücken. Jetzt leicht abgerutscht hier, weil hier noch Kleberest an der Folie dran ist. Aber ich glaube, man sieht das. Das klappt auch richtig gut mit der einfachen Klebestift-Variante hier. Richtig cool, schimmert so, wie das hier aussieht. Und ganz zum Schluss habe ich noch diese beiden tollen Kisten hier gefunden. Einmal diesen rosa Ton mit diesen goldenen Blumen hier drauf und diesen tollen Grauton mit den goldenen Pünktchen. Hier vorne kann man ja sich das Ganze beschriften. Richtig coole kleine Kisten für ganz viele ausgestanzte Teile. Da habe ich ja so einiges von. Und ein, ja, Deko-Ei, das musste auch noch mit. Jetzt schauen wir mal noch schnell, was unser Glas hier macht, ob das Ganze auch schon trocken ist. Ja. Und die Metallic war jetzt noch nicht trocken. Müssen wir mal lesen, was hier drauf steht. Ja, 10 Minuten hatte ich eigentlich eingehalten, aber na gut, beim nächsten Mal einfach vorab testen und dann, ja, passiert sowas nicht. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs lange Zuschauen. Ich freue mich, dass das alles so gut geklappt hat. Ich wünsche euch einen super schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.